Willkommen aus Berlin mit einem wirklich billigen Smartphone, was ihr da für Festivals oder für andere Ereignisse ist. Das Nokia 130. Für 19 Euro bekommt ihr das Handy hier schon, wo ihr natürlich ein paar Sachen einstellen könnt, wenn das hier hochfährt. Und ihr könnt es sogar mit zwei SIM-Karten verwenden, natürlich allerdings ohne Datentransfer. Heißt, ihr könnt nicht auf Facebook oder ähnliches zugreifen, was ein bisschen schade ist. Dafür habt ihr Bluetooth eingebaut und könnt dann entsprechend dort Informationen austauschen, wobei Bilder nicht der Fall sein wird, eher Musik, denn wir haben hier einen Standard-Kopfhöreranschluss drin und einen Micro-USB-Stecker zum Aufladen. Natürlich des Gerätes oder zum Datenaustausch. Und wie ihr schon sehen könnt, ist es wirklich wie immer einfach gehalten. Hier das altbewährte Nokia-Menü, was mittlerweile, glaube ich, Asha heißt, ermöglicht uns FM-Radios zu benutzen, zum Beispiel einfach Kontakte anzuschauen. Oder hier eine neue Textsache zu schreiben mit T9 Manier, was ich noch nie wirklich gerafft habe. Dafür bin ich vielleicht schon zu alt oder noch gerade in der Mitte gewesen. Wir können jetzt die Rückseite abmachen und dann finden wir dort einen relativ großen Akku, der locker 30 Tage Standby aushalten sollte. Und sogar einen Micro-SD-Karten-Slot, hier was natürlich auch sehr schön ist, damit wir natürlich schön Musik hören können und natürlich auch noch eine größere Karte reintun können, um mehr Musik hören zu können. Dann natürlich noch ein kleines Licht hier, falls ihr zeltet, zum Beispiel auf dem Festival, kann das auch immer praktisch sein, immer so ein kleines Licht dabei zu haben. Hier oben, das kann ich wahrscheinlich auch einfach kurz anmachen, wenn ich hier das im Menü finde. Ihr könnt sogar Videos anschauen und Bilder und andere Geschichten und Extras. Ist hier das Flashlight on und schon könnt ihr hier das kleine Licht benutzen, um dann entsprechend eure Lampe oder das Schlüsselloch oder sonst irgendwas zu finden. Genau. Jetzt natürlich Dual SIM ist eine tricky Sache, wenn ihr einfach nur hier jemanden anrufen wollt. Geht hier einfach im Menü, denke ich mal, auf Telefon. Go to, hier seht ihr auch Flashlight on or off, könnt ihr gleich hier gehen. Oder ihr könnt natürlich hier die Tasten auch einstellen, je nachdem, welche Taste ihr drückt. Nach oben zum Beispiel gar nichts gerade, nach unten Phonebook, nach links kommt ihr gleich in SMS und nach rechts Kalender. Aber das kennen wir bei den alten Handys schon. Das ist kein Smartphone, sondern einfach das Nokia 130 für 20 Euro, ein ganz schickes Telefon, was wahrscheinlich auch viel aushält. Es ist schön leicht und dünn und wirklich ein wirklich schickes Gerät, das ihr in verschiedenen Farben natürlich auch kaufen könnt oder ihr tauscht einfach das Backcover aus. Wenn ihr das zugeschaut habt, bis zum nächsten Mal und das war hier als Nokia 130 im kurzen Hands-On.